Wir kommen jetzt mal zu den wichtigen Gelenken. Und zwar wollen wir heute über das Obersprunggelenk sprechen. Obersprunggelenk ist ein kleines Gelenk, was wir auch mit Kunstgelenken versorgen können. Ich fasse das ein bisschen weiter. Wann ist es sinnvoll? Worum geht es? Hier sieht man mal so ein oberes Sprunggelenk. Das ist hier von der Seite betrachtet. So sieht die Prothese aus. Kann ich nachher mal ein bisschen genauer erläutern. Aber Ziel ist, wenn man mit einer starken Arthrose im oberen Sprunggelenk zu uns kommt, dass wir dann mit dem Patienten besprechen, wir wollen am Ende des Tages, wenn man ein Kunstgelenk einsetzen kann, wenn die richtige Indikation da ist, dass wir schmerzfreie Beweglichkeit wiederbekommen und dass man normales Gangbild hat, also nicht mehr humpelt. Also meine Patienten kommen meistens stark humpeln zu mir. Das müssen die anderen jetzt auch mal kurz aushalten. Das obere Sprunggelenk ist einer der kompliziertesten Gelenke des menschlichen Körpers. Eine Hüfte ist einfach eine Kugel, das ist simpel. Das Kniegelenk, das ist Scharnier, Dreh, Gleit. Aber im Sprunggelenk gibt es sehr, sehr viele Achsen. Das andere ist, das ist eine ganz kleine Gelenkfläche nur. Wir reden da von 7 Quadratzentimetern am Ende des Tages, die komplette Körperlast tragen müssen. Das ist eine wesentlich größere Oberfläche an Hüft und Knie. Und der Knorpel ist viel, viel dünner. Der ist nur 2, 3 Millimeter dick, während der an die Hüfte, glaube ich, 6 bis 9 Millimeter dick ist. Also das ist ein sehr empfindliches Gelenk und wir haben meistens Patienten, die nicht einfach eine Arthrose kriegen, sondern da gab es mal was, da gab es eine Instabilität oder eine Fraktur und so ein Sprunggelenk verzeiht nicht viel. Wenn das einmal einen Schaden hatte, dann muss man sich also wirklich auch darum kümmern, sonst endet man halt irgendwann in dieser Arthrose. Wir haben in der Vergangenheit, also Sprunggelenksprothesen gibt es seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das war immer ein Auf und Ab. Wir hatten immer unzufriedene Patienten. Wir hatten nicht diese tollen Daten, die wir aus der Hüft- und Knieendoprothetik kennen. Und das ging sogar in den Nullerjahren so, dass immer weniger Sprunggelenksprothesen eingesetzt worden sind. Wir hatten am Schluss dann Zahlen von 1.500 pro Jahr in Deutschland. Seit 7 Jahren gibt es eine neue Prothese, ein neues Prothesendesign, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, und auch eine neue Implantationstechnik und vor allem auch eine neue Planungssoftware, die Ergebnisse deutlich verbessert haben. Und die Endoprothetik im Sprunggelenk ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir haben ja immer auch die Alternative, beim Sprunggelenk ist das so, dass man ein Sprunggelenk auch theoretisch bei fortgeschrittenem Verschleiß, hört sich jetzt furchtbar an, versteifen kann, was erstmal totale Abwehrreflexe auslöst. Ich sehe schon die ganzen Blicke hier, Stirnrunzeln, was trotzdem aber eine gute Operation ist. Vor- und Nachteile besprechen wir. Die Arthrose im oberen Sprunggelenk, woher kommt die? Das ist eigentlich schnell erzählt. Das meiste sind Knochenbrüche, alte Frakturen, die schlecht versorgt worden sind oder auch das Trauma zu stark war. Wir sehen ganz viel Bandinstabilitäten, also Umknickereignisse, die nicht sauber ausbehandelt worden sind. Bei Klassiker, früher habe ich viel Handball gespielt, bin immer wieder umgeknickt und auf einmal ist das Gelenk dann hin. Wir sehen entzündliche Gelenkerkrankung, das kann auch eine Ursache für eine Arthrose im Sprunggelenk sein. Das gilt übrigens auch für andere Gelenke natürlich. Aber Rheuma, eine Autoimmunerkrankung, das ist mein arthroskopisches Bild von einer sehr starken Florid-Rheumatoiden-Arthritis hier, die natürlich auch das Gelenk zerstört. Ein Grund, selten, aber auch sehr gefürchtet, sind bakterielle Infektionen. Also wenn man eine bakterielle Infektion hat, ist das Gelenk relativ schnell zerstört. Und das führt natürlich dann auch zur Sepsis bis hin zum Tod. Also das ist ein ganz ernstzunehmendes und schwieriges Krankheitsbild. Und das Häufigste sind aber die Deformitäten. Das heißt, Ballenhohlfuß, Knickplattfuß, das sind ganz häufige Deformitäten. Und wenn die Achse nicht stimmt, man dein Leben lang auf einer schiefen Beinachse rumläuft, dann verzeiht das Sprunggelenk das nicht und dann verschleißt es halt. Das ist der typische Patient, der dann zu uns kommt. Die Symptome, die so ein Sprunggelenkspatient bringt, sind halt, ich habe Belastungsschmerzen, ich humpel richtig, Gehstrecke nur noch 500 Meter, muss einen Stock führen, Instabilitätsgefühl, schwillt an, Osteophyten. Dann weiß man schon, was los ist und wir lassen den Patienten auch gerne mal barfuß laufen, auch mal gehen mal ein bisschen schneller, dann demaskieren sich also häufig diese humpelnden Gangbilder auch, während im Schuh mit Einlage und Schuhtechnik man das noch ganz gut kaschieren kann, relativ lange. Wenn wir jetzt einen Patienten sehen, der hat eine fortgeschrittene Sprunggelenksarthrose, wir denken wirklich darüber nach, eine Prothese einzusetzen, dann sollte es natürlich fortgeschritten sein. Wir haben hier so ein Röntgenbild, das ist auch so ein Hohlfußpatient, der von gerade eben. Hier ist das Gelenk komplett aufgebraucht, hier sieht man noch ein wenig Gelenkspalt, aber das Gelenk ist zerstört und die Achse ist nicht richtig. Natürlich immer anbieten konservative Therapie. Nur bei der fortgeschrittenen Sprunggelenksarthrose gibt es da nicht viel. Da gibt es nur das da. Das sind orthopädische Maßschuhe. Und da können Sie sich aber vorstellen, die Akzeptanz meiner Patienten jedenfalls, die solche Dinge anzuziehen, das ist wirklich sehr selten, dass da Patienten zufrieden sind. Die werden als hässlich empfunden, als störend, als schwer, kosten 3.500 Euro, stehen fast immer im Kleiderschrank rum, keiner zieht sie an. Ist eher so bei Patienten, die dann wirklich vielleicht geriatrisch sind oder einfach internistisch so vorerkrankt sind, dass wir sagen, die sind inoperabel, das können wir nicht machen. Und dann versucht man denen natürlich auch zu helfen mit Schmerztherapie und solchen Schuhen. Aber dass da wirklich einer zufrieden mit ist, wie gesagt, eher die Ausnahme.
Und wir haben auch, wie bei Dr. Christopoulos, auch so ein paar Kontraindikationen. Also wir müssen auch immer differenzieren. Manchmal geht das nicht. Wenn die Instabilität zu groß, die Deformität zu stark ist, also zu schief das Ganze steht, zu jung ist bei uns das Thema, ist genau umgekehrt. Ein 30-jähriger Dachdecker, der auf der Schrägen arbeiten muss und schwere Lasten tragen muss, der kommt besser mit einer primären Fusion, einer Versteifungssituation als stabile Situation zurecht. Zu alt gibt es eigentlich nicht bei den Prothesen. Die profitieren sogar eher mehr von den Prothesen als von den Fusionen, weil im Alter, muss man auch kurz aushalten, Aktivitätsniveau aber eher abnimmt als zunimmt und die damit dann eigentlich die Vorteile der Endoprothese überwiegen. Und wenn das Gelenk komplett spontan eingesteift ist, dann brauchen wir doch kein Kunstgelenk mehr einbauen. Dann ist es auch besser, es in eine Stabilisierung zu überführen. Zwei Sätze zur Arthrodese. Das heißt, das lateinische Wort für Versteifungsoperation, vor dem sich alle so fürchten. Wir hatten es ja schon im Intro. Vorteil ist, wenn das gut eingehalten ist, hält ein Leben lang. Man muss nicht nochmal operiert werden. Und wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, wenn wir eine Sprunggelenksprothese einsetzen, dann wird die irgendwann mal, wenn man noch 30 Jahre leben will, auslockern. Wir haben auch nicht diese Langzeitdaten wie aus Hüft- und Knieendoprothetik. Und dann muss man Patienten schon vorbereiten. Es kann eine zweite OP kommen. Wir können die Arthrodesen minimalinvasiv machen. Es ist kein sehr belastendes Verfahren, aber es hat eine viel längere Nachbehandlungszeit im Sinne von, ich darf nicht auftreten, als eine Sprunggelenksprothese. Also die heilen wesentlich schneller. Die Arthrodesen sind da etwas gefährlicher, weil wenn die nicht verheilen, dann ist es eine Katastrophe. Dann muss man es noch mal nachoperieren, fängt das Ganze von vorne an. Nachteil aber der Arthrodese, das muss man auch mal formulieren, ist die Anschlussarthrose. Das heißt, die anderen Gelenke werden dann mehr belastet und wenn die dann mehr belastet sind, dann können die auch verschleißen. Das heißt, das untere Sprunggelenk kann dann schnell kaputt gehen, das Kniegelenk kriegt einen Schaden. Wir haben dann zum Beispiel auch Patienten mit einer Knieprothese. Da überlegen wir auch, sollen wir das wirklich versteifen, geben Stress auf die Knieprothese oder ist es nicht doch besser, eine Endoprothese zu machen? Also denken wir auch im Team in Achse nach, was machen wir zuerst? Und das Gangbild ist verändert. Die Dame hat sechs Monate nach einer OSG-Arthrodese rechte Seite. Sie sehen das mit dem Kennerauge so ein ganz klein bisschen, dass das rechts ein bisschen abgestoppt ist. Im Schuh, barfuß sieht man das übrigens deutlicher. Wenn die Dame aber jetzt noch mal ein halbes Jahr weit ist, das wird flüssiger, das adaptiert sich, das wird flexibler, die Nachbargelenke. Sie ist zufrieden, hat keine Schmerzen, aber war zu jung für die Endoprothese und wollte auch die Fusion haben. Aber wir haben immer die Möglichkeit, Endoprothese versus Arthrodese. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern man muss das wirklich differenziert mit dem Patienten entscheiden. Wenn wir jetzt über Sprunggelenksprothesen sprechen, dann gibt es eine neue Generation. Und zwar das Besondere an der neuen Prothese ist, dass es eine Titanprothese ist, die hat so einen Gleitkern. Und dieser Gleitkern besteht aus ultraharten Kunststoff und der wird fixiert an dem Schienbeinkomponente. Früher war das so, drei Komponentendesign. Oben hatte man ein Stück Tibia, also dieses Schienbeinersatz, Implantat, der Talus hatte seine Kappe und dazwischen der Gleitkern, der war im Grunde frei beweglich. Das hat aus meiner Sicht zu viel Abrieb geführt und diese Abriebpartikelchen, die machen lokale Schleimhautentzündung und die führen dann dazu, dass die Prothese sich auslockern kann. Dieser Gleitkern ist jetzt fixiert an diesem Tibia-Tray, so nennen wir es, also die Schienbeinkomponente. Das ist Chrom, Kobalt, Molybden, aber alle Kontaktflächen zum Knochen sind mit Titanplasma besprüht und dieses wird fixiert jetzt hier an diesem Schienbeinkomponentenanteil. Heißt, es ist ein geführtes Gelenk, es ist arretiert und es zentriert die Prothese viel besser, sodass wir viel weniger Abrieb haben. Und das Zweite, was besonders ist, ist das Prophecy-Protokoll, die Prophezeiung, ein bisschen Marketing, aber im Grunde ist es entwickelt worden, dass wir präoperativ mit unserem Patienten ein CT machen. Das geht jetzt noch weiter, als was meine Kollegen an Navigationshilfen haben. Aus dem CT wird ein dreidimensionales Modell des Knochens errechnet. Diese Daten werden dann in die USA geschickt und dann wird der Operateur gemeinschaftlich mit dem Ingenieur in den USA die perfekte Größe festlegen, die perfekte Achse und Positionierung der Prothese mit allen Besonderheiten. Und dann gelingt es, hier sieht man einmal diese Schablonen und im Grunde ist es so, dass die dem Körper nachgebaut sind und dann in der Operation auf den Knochen gesetzt werden. Wir haben ja überall so kleine Osteophyten, dann kann man das genau an die Stelle arretieren, wo es hin muss. Dann kommen hier die beiden Pinne rein, man entfernt die Kunststoffblöcke und setzt dann die originären Sägeschnittlehren drauf und darüber baut man dann seine Prothese ein. Was ich halt faszinierend finde, ist dann am Ende des Tages, das ist jetzt die Planung, das sieht genauso aus, wie man es vorher auch geplant hat. Und das ist eine perfekte Positionierung und hat halt viele Vorteile für uns. Das heißt, geringere OP-Zeiten, das dauert jetzt eine Stunde, das hat früher 3 Stunden gedauert. Dann haben wir einen viel präziseren Implantatsitz. Es ist nicht so kompliziert, es ist einfacher und es ist immer gut, wenn eine Operation einfach ist. Wenn es sehr kompliziert ist, können auch viele Fehler und Komplikationen entstehen. Also simpel ist gut.
und deutlich geringere Strahlenbelastung. Wenn man das ohne diese Navigationshilfen operiert, dann wird da ungefähr erstmal eine Stunde geröntgt, bis man genau die Positionierung gefunden hat. Und das ist natürlich auch nicht gut, weder für Operateur noch für den Patienten. Das ist das Infinity. Also im Grunde zwei Dinge haben die Sprunglängsprothesen besser gemacht. Neues Prothesendesign, auch neues biomechanisches Denken und die präoperativen Navigationssägeschnittlehren, die wir entwickelt haben, die es deutlich verbessert haben. Die Nachbehandlung ist schnell erzählt. Das ist zwei Wochen Gipsschale. Wir gucken nur nach der Wundheilung, dass die Wunde primär heilt, weil der Zugang vorne nicht ganz ohne ist. Wenn das einmal schön ist, dann Walker schmerzadaptiert vollbelasten. Da laufen die Leute nach 3-4 Wochen in Vollbelastung und nach 5-6 Wochen kommen da schon Turnschuhe und schon direkt flüssiges Gangbild auch. Die sind natürlich Patienten, die sehr, sehr starke Schmerzen vor der Operation haben. Und wenn die sich dann wirklich diesen Schritt zur Prothese machen, dann sind die einfach begeistert, wenn die nach 6 Wochen sagen, es tut ja überhaupt nicht mehr weh oder es ist so viel weniger wie vorher. Und heilt dann langsam, muss man sagen, 6 bis 12 Monaten aus. Also bis man ein richtiges Endergebnis hat, warten wir schon ein Jahr ab. Keine stationäre Reha. Wir machen das in der Regel, wenn die Patienten fit sind, mit ein bisschen ambulanter Physiotherapie, 3-mal die Woche, 1 Stunde oder 2, später Gerätetraining, dann Fitnessstudio. Aber immer individuell auf den Patienten. Sprunglängsprothesen gibt es ja nicht so häufig. Das heißt, in den großen Reha-Kliniken gibt man da eher unter zwischen 1000 Knien und Hüften. Und da ist keine individuelle Betreuung. Das machen wir lieber als Operateur, dann mit dem Patienten im direkten Austausch. Studien will ich jetzt nicht lange mit quälen. 2 Sachen, ganz kurz. Wenn man Meta-Analysen anschaut, heißt Studien, die Ergebnisse zusammenfassen aus den letzten Jahren, dann sagen wir 90% funktionieren nach 10 Jahren noch, 85% nach 15 Jahren. Da sind wir also weit entfernt von der Datenlage, die wir bei Hüft- und Knieprothesen haben. Wir haben aber jetzt eine neue Studie, die ist aus dem Jahr 2021 aus England. Das ist eine super Studie, weil randomisiert, das heißt, es ist nicht industriegesponserte Studie, es sind viele Operateure, viele Center, die zusammen die Patienten gelegt haben. Nur 1% Revision bei 500 Operationen prospektiv untersucht. Und wenn man diese Daten extrapoliert auf die Zukunft, also die Kurven nebeneinander legt wie Knie-Hüfte, dann werden wir deutlich längere Standzeiten erwarten. Aber zugegebenermaßen, Langzeitdaten fehlen da noch. Kurzes Fazit auch von meiner Seite. Also bei einer guten Indikation ist die Endoprothese eine super Alternative zur Versteifungsoperation, muss aber wirklich differenziert für jeden Patienten einzeln besprochen werden. Und wenn Sie jetzt über dieses Thema Endoprothese nachdenken sollten, gehen Sie nicht zu einem Operateur und sagen, ich mache nur Endoprothesen oder nein, ich mache nur Versteifung, Endoprothese ist Mist, sondern beides muss er im Grunde können, beides muss er verstehen, anbieten, damit Ihnen individuell Vor- und Nachteile argumentieren und dann eine Entscheidung treffen. Natürlich auch eine Empfehlung geben. 5. Generation der Prothese scheint wirklich ein Gamechanger zu sein. Setzt sich durch. Was ich damit meine ist, es gibt nicht so viele Sprunglängsprothesen-Operateure. In Köln gibt es, glaube ich, 2. Das ist eine ziemlich große Stadt hier. Und alle, die ich kenne, auch auf den Kongressen in der Szene, die machen alle die gleiche Prothese. Die machen alle diese Prothese Infinity mit dem Prophecy-Planungsprogramm. Und da gibt es auch keine anderen Hersteller, die darum konkurrieren. Das hat sich wirklich durchgesetzt. Und das ist gut, weil früher gab es, jeder hat es irgendwie gemacht, wie er meinte, und das war nicht gut. Langzeitdaten sprachen wir drüber. Wechselmodelle sind im Aufbau. Das heißt, es ist mittlerweile so, dass wir den Patienten früher mal gesagt haben, wenn die Prothese mal locker werden sollte, ja, dann muss das dann versteifen. Was eine große, große Operation ist, weil die Prothese rausgenommen wird, das ist ja ein Riesenloch, dann muss der halbe Beckenkamm darunter verpflanzt werden. Und mit Wechselmodellen können wir die Prothesen nach, von mir aus 15 Jahren, auch nochmal austauschen. Das muss dann nicht direkt versteift werden. Also da kommt auch neue Implantate über die Industrie, es ist viel Bewegung gerade in dem Thema. Was ich persönlich spannend finde, ist, wir haben natürlich auch zugegebenermaßen Patienten, die eine Sprunglenkversteifung bekommen haben und damit unzufrieden sind. Und die zurückzuführen in eine Endoprothese, also im Grunde den Knochen wieder zu trennen und dann in die Trennung eine Prothese einzubauen und dem Steifen dann wieder die Beweglichkeit zurückzugeben, das sind ganz Raritätenfälle. Das ist, muss man auch sagen, experimentelle Chirurgie. Das muss man mit dem Patienten ganz deutlich vorher auch ganz klar besprechen. Aber das ist ein sehr spannendes Feld, wo da die Reise hingehen wird.